Ist hier noch was zum Abgrasen? Tja, wenn ich wüsste, ne? Es wird aber nichts. Ich denke, wir werden es nicht anziehen können. Das ist Männerkleidung hier. Pferd, das wäre natürlich super, aber das wird nicht klappen. Und wir müssen in die Richtung. Echt jetzt, ne? So, da hoch müssen wir. Da oben ist das erste Ziel. Am liebsten gleich nochmal speichern. So, hier werden wir nicht hochkommen. Nee, wir sollten erstmal die beiden hier abarbeiten, ne? Zu C können wir dann zum Schluss rennen. Kommen wir jetzt irgendwie hier hoch? Sei braves Mädel, bitte. Nee, Mist. Ah, da müssen wir einen Weg nehmen. Da liegt ein Pferd. Es liegt allerdings. Wäre es ratsam zu speichern. War schneller. Weg von der Straße. Oberstes Gebot. Ach, guckt mal an hier. Oh, hier unten läuft ein... Hier plündern die Kumanen, ne? Retterschnaps unbedingt mitnehmen. Ich nehme alles, was an Verband hier jetzt gerade da ist, nehme ich einfach mal mit, ne? Eine Fackel haben wir eigentlich noch einstecken. Aber doppelt hält besser. Retterschnaps. Spiel gespeichert. Oh Mann, Leute, Leute, Leute. Obergewand, Untergewand, Schuhe. Mit dem könnten wir sogar was anfangen. Ich denke, die Axt, die war ja auch über unseren Fähigkeiten, ne? Das Ding rüste ich mal aus. Nee, die Axt geht. Allerdings... fernab von den Werten. Also das passt schon soweit. Die Axt, die können wir nicht nehmen. Und hier brauchen wir auch mehr Stärke. So, wir haben aber hier was freigeschaltet. Oder nicht? Nee, haben wir nicht. Erste Hilfe 1 und 2. Stärke. Stärke 4. Vitalität 3. Wir können die in Grund und Boden labern. Gesundheit, Ausdauer, Energie. Okay. Kampf immerhin, ne? Immerhin. Verteidigung haben wir sogar schon ein bisschen was hier. Bogen Level 4.
Na, okay. Ja, hier können wir nichts wollen, ne? Süßes Hündchen? Was bitteschön ist süßes Hündchen? Die Menschen mögen deinen süßen Hund und finden dadurch auch dich sympathischer. Du erhältst einen Bonus von einem Punkt auf dein Charisma. Ich habe auf als erstes habe ich süßes Hühnchen gelesen. Ich dachte auch erst, was geht hier gerade? So, das ist klar. Sakra, hier komme ich nicht durch. Ich muss es woanders probieren. Oh nein! Jetzt kommt er wohl hier rein, oder was? Nee, kommt er nicht. Hier steht er, der Hund. Mit dem Rücken zu uns. Wir könnten es nochmal probieren. Wir haben ja erst gespeichert, ne? Das war okay. Jagdschwert. Nehme ich jetzt mal mit. Oh, nicht schon wieder den Käse. Verbannen. Ah, nee, wir sind überladen. Wir sind überladen. Wir müssen was loswerden. So alte Stiefel. Ja, dann könnten wir eigentlich, was wir sowieso nicht tragen können, ne? Hundefleisch. Das ist doch sowieso abgelaufen. Hier, weg damit. Leder brauchen wir dann wahrscheinlich auch nicht. Wir können erstmal wieder ein bisschen was tragen, ne? Kuhleder. Echt so schwer ist. Richtung Mine schubsen wegen Sichtbarkeit. Gehen wir das hin? Oh, du machst ganz komische. Nimm mal die Hand runter. Die Hand, die ist jetzt dein höchster Punkt. Ich hab's versucht. So, wir müssen irgendwie hier rüber. Kurz nochmal Questlog gucken. Gelange zu den Minen, finde ich. Sagen wir, okay, wir können westlichen und östlichen Stollen, genau, B und C. Oh Gott, hier unten ist ja verdammt viel. Hühnchen, dankeschön für den Clip. Was?
Pfeil? Von wem? Ich meine, es soll schon vorgekommen sein, dass man den Pfeil nicht kommen sehen hat, von dem man getroffen wurde, aber... Was? Was geht hier? Was geht hier, Leute? Ich blick das noch nicht so richtig. Sakra, hier komme ich nicht durch. Ich muss es woanders probieren. Ich blick das noch nicht so richtig, warum wir von einem imaginären Pfeil, der nirgendwo, ne? Das, warum? Eventuell soll es nicht hoch. Aber ich muss doch dahin. Da oben ist doch die Mission. Oder sind wir zu weit außen rumgelaufen? Die neue Alpha-Wand. Maybe? So, Verband. Haben wir gelernt, ne? Nehmen wir mit. So, und dann schubse ich dem jetzt hier gleich mal alles in die Tasche, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Das wäre zum einen... Eigentlich könnten wir die ganzen Waffen hier lassen, ne? Weil mit was wollen wir jetzt hier noch kämpfen? Den Kommandobogen können wir nicht benutzen, im Moment noch nicht. Und ich glaube, der ist auch Meilen Mindeststärke, den das können wir uns schenken. Den werden wir hier nicht mehr benutzen können. Kuhleder, rüber. Rüber. Wir hatten hier oben noch irgendwelche, nee, die Frauen schlappen nicht. Hier die alten Stiefel. Weg damit. Dolch auf alle Fälle ist the best weapon ever. Hirschleder. Jo, weg damit. Weg damit. Hühnerfutter. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal hin müssen und die Hühner füttern müssen. Schlappen, Schnaps. Spinnennetz. Komm. Selbst die Federn. Unkraut. Ist auch so ein Ding. Ah, es wiegt nichts. Das... Wir brauchen unbedingt Pfeile. Fleisch. Verdorben. Weg damit. Steinpilze. So war das jetzt nicht gedacht. Dolch. Nee, Jagdschwert, nicht die Axt. Wobei die Axt, die könnten wir eigentlich auch verwenden, ne? Jagdschwert war... besser. So, Stichel. Stichel. Moment, das vergleichen wir gleich nochmal. Rüstung. Komm, gib mir her meine Klamotte hier. Was soll das? Kopftuch. Nehme ich auch mit. Pferdestiel. Kupferring. Halskette. Das Nachthemd. Habe ich echt alles rübergeschoben? Ich bin ja so ein Held, ne? Lederhandschuhe konnten wir, glaube ich, nicht anziehen. Frauenschlappen. Die müssen wir noch zurückholen. Sonst wird er hier überhaupt nicht mehr ernst genommen, auch wenn er tot ist. So, Tränke. Alles her damit. Den Schnaps. Ich nehme mal mit. Den Wein lassen wir hier. Ich weiß nicht, ob wir die... Können wir damit vielleicht Leute bestechen? Nee, die stechen einen eher anders, ne? So, das hier noch... Und die Verbände, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Der Rest
Bei den Federn bin ich mir nicht sicher. Es kann sein, dass wir die später vielleicht mal brauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass rote Feder nicht ganz so häufig ist. Die stechen dich ab und betrinken sich dann. Genau, so sieht es nämlich aus. Jetzt steht sie hier halbnackt, ne? Frauenkleid. Auffälligkeit ist natürlich enorm. Ich bleib beim Nachthemd, das ist noch... Normalerweise müssten wir sogar das Ding hier weglassen, ne? Mit dem Ding sind wir sogar noch auffälliger hier. Die Schlappen, die können wir gleich wieder fallen lassen hier, das bringt ja null. Mutters Halskette. Sichtbarkeit, Auffälligkeit, weg damit. Mit Kopftuch? Ne. Die schlappen einfach bloß, dass wir ein bisschen Schutz haben an den Füßen. So, okay. Waffe. Bogen. Pfeil. Ich mach mal das Ding zu hier, ne? Ach nee, wir brauchen es nochmal. 54 Schaden im Stich, 39 im Schlag. Jagdschwert ist schlechter. Können wir also auch hier lassen. Axt. Lass mal hier ausrüsten. Na, das sollte passen. Axt können wir hier lassen. So, damit sind wir hier minimal ausgerüstet. Ich habe sogar noch das Hühnerfutter inne stecken, warum auch immer. So, jetzt schleichen wir uns mal so ein bisschen hier unten ran. Jetzt wissen wir ja, wo wir lang müssen. Beziehungsweise, dass wir hier gar nicht so weit ran müssen an diese Gesellen dort unten. Oh. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Nee, ging gut. Es ist halt hier viel Schleichmissionen, ne? Gnade. Da komme ich nicht rein. Hoffentlich hat Samuel sich versteckt. Ich muss zu einem anderen Eingang. Aber der andere Eingang ist dann hier diese Richtung. Wir waren eigentlich schon richtig. So, hier unten ist ein Weg und ich hatte ja vorhin, hatten wir hier die Patrouille gesehen, ne? Da müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Wäre halt schön, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Überblick kriegen würden hier. So, hier ist auf alle Fälle, ich sehe es hier. Eine Patrouille. Ist die schon durch? Oder ist die einfach noch nicht berechnet? Ich brauche echt Pfeile. Wir haben am Anfang sehr viele verschossen, ne? Aber es hat sich auch irgendwo gelohnt. 2 von 3 haben wir platt gemacht. So, da ist er. Den würde ich sagen, den hauen wir jetzt genauso um. Ich würde es genauso probieren, in der Hoffnung, dass sie... die NPCs sich jetzt auch genauso verhalten, nämlich immer so immer schön den Rücken zu uns. Das wäre schon ganz cool.
Pam, pam. So, einmal auf meinem Wagen vorbei. Ihr seht mich nicht, ne? In einen Baum, in einen Baum. Photosynthese, Photosynthese. Ja. So, bei dir geht das Licht aus. Ja. Groschen nehmen wir natürlich mit. Und sonst hattest du hier nix. 40, ach so, die Sekt. Ja, nee, das war wieder das Problem. Okay. Apfel wollten wir noch mitnehmen. So. Photosynthese. Drehen sich weg. Du siehst mich nicht, ne? Nein. Ich stoße mir jetzt zwar die ganze Zeit den Kopf hier an diesen ollen Pömpeln, die sie hier rausgejagt haben. Du wirst mich sehen, du wirst mich sehen, du wirst mich sehen. Oh, shit. Du guckst nicht zu mir. Gott, die kommen mir hinterher. Oh shit. Weg hier. Die hatte ich schon probiert, ne? Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Nee. Oh Gott, ich hätte sollen die Baumgeschichte noch ein bisschen länger ziehen. Oh! Habe Stimmen gehört. Okay, das ist von drin. Es wäre ja zu schön gewesen, ne? Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir können jetzt den oben nicht von hinten killen. Heißt entweder größerer Bogen. Um das Ganze. Um diesen Typen da rennen. Was anders wird es nicht werden, weil wie? So, hier oben steht auch einer. Der, ich glaube, auch dummerweise in unsere Richtung guckt. Oh Gott, das wird knapp hier. Das wird echt. Also nicht knapp, das wird eng. Wir haben hier nicht so viel Spielraum. Ja, der guckt. Scheiße, der hat uns schon gesehen. Komm ich hier hoch? Oh, ich wollte gerade sagen, haben wir den jetzt vom Pferd weggelockt? Aber nee, der steht noch. Geh ab durch die Heide. So, geradeaus ist das Ziel, also hier, ne? In diese Richtung ist das Ziel. Also dieser Weg, der hier gerade kommt. Ich glaube, wir sind auch weit genug weg, der sollte uns nicht sehen hier hinten. Ich hoffe bloß, dass wir nicht in die nächste Patrouille hier reinrennen. Der da drüben. So, jetzt können wir es uns fast aussuchen, ne? Das ist der Weg. Okay, das sieht uns nicht. Ein Auge immer so da. guckst du? Nee, du guckst nicht. War das metallische Geräusch gerade von mir? Ich meine, das einzige metallische, was ich bei mir habe, das ist eine Halskette mit einem Ring.
Und es ist unwahrscheinlich, dass die beiden sich berührt haben. Da sind wir wieder an dem Problem, ne? Boah. Imaginäre Wand. Und sie schleicht hier hoch. Ist irgendwie gefühlt eine halbe Armee einmarschiert. Das ist eine ganze Armee gewesen. Aber es ist anstrengend, wenn wir hier ständig an irgendwelchen Punkten ohne Gegnereinwirkung sterben. Alpha-Wand, ich sag's ja. Ja, genau. Sakra, hier komme ich. Letzter Versuch. Ich muss es woanders probieren. Letzter Versuch. Wenn wir jetzt wieder an irgendeiner Alpha-Wand scheitern, ne, dann machen wir das nächste Mal. Also das kann's ja irgendwo nicht sein hier. Geräusche. So, vielleicht kriegen wir es jetzt auch günstiger hin, ne? Zappelst du noch? Nee, ne? So, ich hätte gern von dir die Groschen. Ich hätte gern von dir den Verband. So, waffentechnisch... Warte mal, erstmal hier. Das ganze Zeug, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Die Axt können wir raushauen. Blubdiwupp. Und wir können das raushauen, das raushauen, das weg. Knüppel brauchen wir nicht mehr. Das weg. Mahnbogen weg. Die Axt kann auch weg, weil die können wir nicht handeln. Jo, weg damit. Okay. Schlappen macht ja auch keinen Sinn, ne? Geräusche 43. Was machen unsere Frauenschlappen? Geräusche 50. Das wäre vielleicht noch zu überlegen. Wenn wir die Schlappen anziehen können, aber ich glaube, die gingen nicht, oder? Wobei, doch, die gingen. Ich glaube, das eine Schuhdingens, das konnten wir anlegen. So, der Stichel, das wäre dann unsere Waffe. Schaden durch Wucht 2. Spinnennetz, komm weg. Steinpilz, weg. Wir kloppen dir ja auch gleich noch das ganze Unkraut zu hier. So, muss reichen. Hühnerfutter. Die alten Stiefel, die konnten wir nicht anziehen. Die können wir gleich rüberschieben. So, dann. Inventare. Frauenschlappen. Nee, geht nicht. Okay, dann. Und tschüss. So, den. Ausrüsten. Pfeile haben wir schon. Das ist Blödsinn, das Ding. Das können wir gleich mal weghauen. Habe ich jetzt hier noch irgendwas angelegt, was eventuell... nicht anlegen. Dadurch dürfte man jetzt hier so ein bisschen leiser unterwegs sein. Okay. Muss man den verstehen.
So, das ist ein denkbar ungünstiger Weg, den ich gerade gehe hier. Gott hab Gnade. Da komme ich nicht rein. Hoffentlich hat Samuel sich versteckt. Ich muss zu einem anderen Eingang. Einmal darüber. Das Tolle ist ja, normalerweise müssten wir das gar nicht, ne? Wenn wir irgendwie hier hochkommen würden, der Weg, der mündet, denke ich mal, nicht weit, gar nicht so weit hier von diesem Abschnitt, wo wir noch hinkommen könnten von hier aus, ne? Bevor wir durch das Lager durch müssen. Baram, baram. So, erstmal wieder ganz kurz Überblick verschaffen. Haben wir hier irgendwo eine Patrouille unterwegs? No. Sehe es keiner? Olli hat sich das als Mission gesetzt, ne? 22, letztens waren es noch ca. 25. Olli ist jetzt immer schon zu Beginn an da, ne? Die Zeit, die Watchtime, die beginnt ja, sobald ich den Stream anschmeiße, und Olli ist dann immer schon am Start. Hat quasi hier sein Zelt schon aufgeschlagen. Okay. Ja, die Mission hier vorne, die kennen wir ja schon. Jetzt gehört hier so ein bisschen Glück dazu. Er kämpft um jede Minute, ja. So, ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht sieht. So, bei dir gab es bloß einen Apfel zu holen. Und ein bisschen Geld. Wobei bei ihr das Geld wahrscheinlich gar nicht mal so ein Problem ist. Sie hat reiche Verwandtschaft. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Und ich hoffe mal, dass der hier sich noch ein bisschen Zeit lässt. Oh, das ist doch so nervig. Ich weiß aber nicht, wo der langläuft. Hier kommen wir nirgendwo rein. Ne? Ja, die haben mich schon gesehen. Ich muss hier raus. Nicht direkt im Kampf, ne? Jasmine, du darfst nicht so weit weg vom Weg abseits gehen, sondern eher in der Böschung entlang des Weges. Ich denke auch. Oh! Ja. Nicht gut! Gar nicht gut! Shit, hier kommen wir nicht hoch. Oh nein. Dann durch sowas, ne? Ich sehe ihn aber auch nicht, ne? Das sind hier schon wieder... Ah, das sind schon wieder zwei. Ja, vergesst es. Ich habe eine frische... Scheiß! Hallo! Ich kann das Pferd nicht nehmen, shit! Ja komm, jetzt können wir es übertreiben. Bam!
Der war dumm. Der war einfach dumm, der Durchlauf. Setzen. Ja, werde ich es dann entweder Mel oder ja. Sakra, ich setze es dann selbst. Ne? Ich muss es woanders probieren. Das macht das Handy, alles klar. So. Okay. Also schleichen wir uns nochmal an. Das ist so ein bisschen nervig, die Stelle hier, ne? Okay, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, Leute. Oh, nee. Go, go away, go away. Wo bist du? Wo bist du denn? Hier oben. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich einen Bogen in der Hand gehalten, ne? Oh, shit. Es geht abwärts. Ich komme nicht hier hoch. So ein Mist. Oh, I hate it. Was ist denn hier los heute? Hier ist er. Jetzt habe ich echt keine Pfeile mehr. Mit kereseli? Véletlenül kibújtál anyád szoknyája alól. Go away! Hagyd abba! Du entkommst mir nicht! Wir haben den ersten gekillt! Yes! Ich glaube, ich lasse die Axt in der Hand. So. Let's go. Also, ausrufen. Ausrauben natürlich. Verbesserte Spitzpfeil. Habe ich die? Ja, die habe ich. Achso, nee, das war der, den ich da. Ne, den hat er im Kopf stecken gehabt. So, dann haben wir hier. Nichts mehr, was interessant. Hatte der. Achso, die Waffe liegt daneben, ne? So, dann brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Oh, ich muss den ganzen Mist immer wieder rausholen, ne? Habe ich irgendwo einen Retterschnaps? Das wäre hier wirklich angebracht. Dann könnten wir nämlich den Spaß hier gleich mal abspeichern. So. Den Säbel, den kloppe ich auch mal rüber, ne? Und ich aus der Tube. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Weg damit. Genau, Stichel, ne? Den lassen wir. Dann könnten wir... Die Command-Axt, die hat... Also, da bin ich jetzt... Die hat gerade gute Dienste geleistet. Die nehme ich mal mit. Retterschnaps haben wir 3 Stück. Wir könnten rein theoretisch sogar speichern. So, das raus wegen Geruch. Und das raus wegen, no, bekanntermaßen Unkraut. So, müsste alles sein, hoffentlich. Hoffentlich. Alte Stiefel können wir noch raushauen. Die können wir sowieso nicht anschmeißen. Schlappen können auch weg. So, dann müssen wir alles haben, ne? Oh, okay. Oh, ein Träumchen. Ein Träumchen. Und so viel Energie haben wir gar nicht verloren. Ne? Der hat uns hier ein, zwei Mal getroffen. Ich bin begeistert. Trotz, dass die eigentlich null Skill hat. Gnade. Da komme ich nicht rein. Hoffentlich hat Samuel sich versteckt. Ich muss zu einem anderen Eingang. Genau, und vielleicht nochmal an alle, die das jetzt so das letzte Mal nicht mitverfolgt haben. Wir müssen Samuel finden. Und wenn ich mich recht entsinne, jetzt haben wir den richtigen Satz rausgebracht. Dann ist das wohl ein Bruder und wir müssen den irgendwie warnen, beziehungsweise dann rausholen. Er arbeitet in der Mine. Skale zur Mine. Sprich, der Angriff ist schon durch. Humanen sind also hier schon eingefallen, wie man sieht.
Und warum? Es liegt nahe, ne? Wegen dem Silber hier in Skalitz. Hier oben die Feste, die brennt schon. So, na mal sehen, ob der nächste jetzt hier ein bisschen komfortabler geht. Okay, das ist natürlich heiß, ne? Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Am liebsten würde ich jetzt einfach reinrennen. Nicht rennen, schleichen logischerweise. Und auf gut Glück, dass uns keiner entgegenkommt, einfach mal probieren. Dann setzt das Kochtuch. Das Kochbuch auf, ne? Das Kopftuch auf und nutze den Retterschnaps, wenn du den Dieb da getötet hast. So ist jetzt erstmal der Plan, ja. Genau. Ja, richtig. Kopftuch könnten wir halt. Inventar muss ich öffnen. Könnten wir schon mal ausrüsten. Und der Rest sollte jetzt erstmal so weit. Nee, Waffe. Waffe. Nehme ich die. Okay. Na, wir kämpfen nach wie vor im Nachthemd. Dann schleichen wir uns mal an. Na, das hat auf alle Fälle besser geklappt. So, wir nehmen mit die Äpfel, wir nehmen mit die Groschen. Und der Rest des Blödsinn lassen wir da. Du hattest nichts, ne? Beziehungsweise dich konnten wir gar nicht ausrauben. Na gut, ich versuch's. Nee, ich versuch's nicht, ich speichere. Haben wir ja auch noch gerade noch drüber geredet, ne? Inventar. Was habe ich denn hier noch? Weg damit. Rira Retterschnaps. Nicht anwenden, essen. Spiel speichert. So, jetzt haben wir das auf alle Fälle schon mal safe. Bis zu dieser Stelle. Ich schleiche mich dann mal hier ganz vorsichtig. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Jetzt bin ich gespannt. Hier vorne darf jetzt keiner uns entgegenkommen, sonst haben wir ein Problem. Und da steht einer. Wo läuft der hin? Ja. Er läuft zurück, er läuft zurück. Okay, sehr gut. Ich habe immer noch Fell im Inventar. Okay, dann gucke ich gleich nochmal. So, in der Hoffnung, die sehen uns hier unten nicht. Jetzt sollten wir hier aus dem Blickfeld raus sein. Unten haben wir noch einen und hier vorne stand, glaube ich, einer im Tor, ne? Ja, genau, den müssen wir noch irgendwie versuchen zu beseitigen. Und dann geht der Kampf mit den Alpha-Wänden los. Ich hoffe, dass das klappt. Jawoll! Jawoll! Nee, jetzt nicht mehr, okay. So, was hast du denn alles Leckeres da hier? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und der Rest ist eigentlich relativ, ne? Verband, denke ich mal, ist gar nicht mal so blöd. Humanische Axt, die werden wir wahrscheinlich nicht einsetzen können. Mindeststärke 9, ne? Da sind wir noch gut, ne? Da sind wir noch Meilen von entfernt. Getrocknete Pilze bringen Sattheit, ja super, 2. Das bringt es jetzt total. So. Ich will nicht plündern. Ich will hier... Weißt du, kann ich das nicht aufheben? Okay, bevor ich mich selber verletze. Ich geh mal. So, wir müssen irgendwie hier hoch. Oben ist ein Weg, oder? Oh, und Schleichmod wieder an. Solche Schleichdinger, die liebe ich ja, ne? So, kommen wir hier hoch? Nicht im Schleichmodus. So, das sieht
doch schon mal ganz vielversprechend aus hier. Schaut mal einer, schau hier. Spiel gespeichert. Yes, Leute. Wir sind die Alpha-Wende erfolgreich umlaufen. Matthäus? Theresa? Atmest du noch? Elender Scheißkerl! Kein Leider! Ich hab doch gesagt, du sollst verrecken! Theresa! Gott sei Dank, du hast überlebt. Was ist mit deinem Vater und mit Stibor? Oh. Was ist mit Samuel? Er ist drin, aber warte mal, Theresa. Sie haben ihn ziemlich übel zugerichtet. Wir bringen dich zu ihm. Hier draußen ist es nicht sicher. Fritz, geh und sag den anderen, dass wir aufbrechen, sobald die Sonne untergeht. Wir sollten den Weg hinter uns verbarrikadieren, falls uns diese Bastarde folgen. Ja, mach das. Theresa, Samuel liegt dort drüben. Und da sind wir wieder. Ich möchte dich etwas fragen. Ich sehe nach Samuel. Ich frag erst mal, ne? Ich möchte dich erst etwas fragen. Was ist Samuel zugestoßen? Wie viele Überlebende sind hier? Wie geht es jetzt weiter? Alles interessante Fragen eigentlich, ne? Wie viele Überlebende sind hier, ist, glaube ich, die Frage, die mich jetzt am meisten beschäftigt. Also ich würde mal so auf, ne? Wie viele seid ihr hier? Ein Dutzend oder mehr. Als es losging, flohen wir zu den Minen. Seitdem warten wir auf den richtigen Zeitpunkt, um zu fliehen. Das reimt sich sogar, okay. Was ist Samuel zugestoßen? Was ist mit Samuel passiert? Weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber er muss hier in der Mine gewesen sein, als sie gekommen sind. Es war großes Glück, dass er überlebt hat. Ja, andere hatten weniger Glück. Steve, ich grüße dich. Hi. Wie geht es weiter? Wenn es dunkel wird, schleichen wir uns raus. Hoffentlich sind diese Mistkerle damit Plündern abgelenkt. Und wohin sollen wir gehen? Das überlegen wir noch. Vielleicht nach Thalmberg. Rovna ist zerstört und sonst ist da nichts in der Nähe. Was, wenn die Schweine auch Thalmberg angreifen? Ich denke, Sasau wäre besser. Nach Sasau ist es weit, Fritz. Nur, wenn uns nichts Besseres einfällt. Mal sehen. Hab Dank. Ich sehe nach meinem Bruder. Geht nicht ohne uns. Theresa! Samuel, du lebst! Als du regungslos da lagst, dachte ich, dass du... Theresa, hilf mir, bitte. Ich bin verletzt. Es tut sehr weh. Wo tut es weh? Was ist geschehen? Wo tut es weh? Überall. Es ist schlimm. Theresa. Samuel, was ist? Oh, oh. Theresa, ich will nicht sterben. Oh, Samuel, du wirst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu. Ich bin bei dir.
zeig mir die Wunde. Was ist geschehen? Wir machen erstmal das, ne? Oder? Was ist geschehen? Weiß nicht, aber nachdem er es gezeigt hat, noch die Möglichkeit hat, uns zu sagen, ne? Was ist denn passiert? Wie ist das passiert? Diese Heiden stellten uns im Stollen. Bevor wir wussten, was da los ist, waren sie schon drin. Es war schrecklich. Wir konnten nichts sehen. Und wir mussten an ihnen vorbei. Doch einer griff an. Ich hab ihn gar nicht kommen sehen. Es war so dunkel. Da war viel Geschrei. Ganz ruhig, Samuel. Alles ist gut. Du bist ihnen entwischt. Ja, diese Schweine hatten es auf das Silber abgesehen. Zeig mir die Wunde. Das wäre die nächste Frage gewesen. Es ist schlimm, oder? Ich sag dir die Wahrheit. Es ist halb so wild. Chat? Ihr seid gefragt. Ich wäre ja für das sauer. Es ist, ja, ne? Halb so schlimm. Halb so wild. Der ist eh schon durch den Wind. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Das wird wieder. Dein Schutzengel hat ganze Arbeit geleistet. Du hast stark geblutet, aber es hat aufgehört. Du wirst dich erholen. Wenn du das sagst, Schwester. Was ist mit Vater und Stibor? Wo sind sie? So, ja, ich grüße dich. Immer die Wahrheit. Sie sind wohl auf, Lügen. Sie sind tot. Also ich... Eigentlich. Oh, Samuel. Es tut mir so leid. Sie haben sie getötet. Beide. Ich war dabei. Und konnte nur knapp entkommen. Sind wir jetzt allein? Vater und Stibo. Sie haben Dummheiten gemacht. Große gar. Denkst du, Gott wird ihnen vergeben? Ja, Samuel. Der Herrgott weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck hatten. Sie sind jetzt bei Mutter. Mutter. Ja. Hör zu, Samuel. Wir müssen von hier verschwinden. Draußen wird es dunkel und eine bessere Chance kriegen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es geht. Andererseits, wenn ich nicht mehr blute, gehen wir. Theresa? Was ist denn? Hab Dank. Wofür? Immer bist du für mich da, als ich noch klein war und... Hör zu, Theresa. Falls ich es nicht schaffe, versprich mir, dass du auf dich... Hör sofort auf damit, Samuel. Bringen wir dich auf die Beine. Die anderen warten auf uns, am Eingang der Mine. Komm, ich helfe dir. Oha. Oha. Wie, gerade das Haus aus der Mine und schon hinsetzen? Was bist du denn? Wohin wollt ihr gehen? Nach Rovna und dann weiter. In der Gegend scheint es etwas ruhiger zu sein. Aber Theresa, was ist mit Samuel? Samuel? Der kommt natürlich mit. Theresa, er wird den Marsch nicht durchhalten. Er hat viel Blut verloren. Worauf willst du hinaus? Er mag ein zäher Bursche sein, aber wir müssen uns beeilen. Und Samuel würde uns nur aufhalten. Matthäus, du glaubst doch nicht, dass ich ihn einfach hier lasse. Deine Entscheidung, Theresa. Ich sag dir nur ehrlich, wie es ist. Selbst wenn er mitkommen würde, würde er wohl nicht bis morgen überleben. Tut mir leid. Wir könnten ihn tragen. Dann bleiben wir eben alle hier. Nun gut. Ihr holt Hilfe. Ich bleibe hier bei ihm. Also wir könnten ihn reintragen. Nee, also ich hab's kaum den Berg hier hochgeschafft, allein, ne?
Es ist optimistisch gesagt, aber... Wir könnten für ihn eine Trage bauen. Habt ihr hier irgendwo Seile und etwas Stoff? Mit Trage sind wir zu langsam. Und wenn er nicht ruhig liegt, verschlechtert sich sein Zustand nur weiter. Und uns kostet es Kraft. Dann bleiben wir eben alle hier. Das ist ein bisschen komisch, ne, die Antwort. Ihr holt Hilfe und ich bleibe hier bei ihm. Oh, ich will nicht. Aber es... Dann geht. Und ich bleibe hier. Schickt Hilfe, sobald ihr in Thalmberg seid. Bist du sicher, Theresa? Du solltest mit uns gehen. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Ich bin sonst ganz allein. Bis morgen bringe ich ihn schon durch. Und ihr flieht, um in Thalmberg Alarm zu schlagen. Herr Divisch ist ein guter Freund von Herrn Ratzig und wird alles tun, um zu helfen. Du lässt dich wohl nicht davon abbringen. In der Mine sind Fackeln. Und Wasser zum Waschen von Samuels Wunden sollte es dort auch noch geben. Ach, und wechsle seine Verbände. Ich danke dir. Theresa, falls... Der Herrgott schütze dich. Matthäus. Ich werde Hilfe aus Thalmberg schicken. Bleibt, wo ihr seid. Thank you.